Hallo und herzlich willkommen hier auf Florella.de. In diesem Video möchte ich euch eine übliche Aufgabe aus einem Pflichtteil des Abiturs vorrechnen. Und zwar geht es dabei um eine Polynomdivision. Es steht zwar in der Aufgabe nicht so drin, und zwar sagt die Aufgabe nur, dass eine Nullstelle von der Funktion bei x1 gleich 1 ist und die Funktion ansonsten so aussieht und bitte man sollte auch einfach, ganz locker und leicht die weiteren Nullstellen bestimmen. Nun, wir wissen, eine Funktion mit hoch 3 hat maximal 3 Nullstellen, das heißt, wir suchen noch höchstens 2 weitere Nullstellen. Eine Funktion dritten Grades, da können wir nicht einfach eine Nullstelle so direkt rausnehmen. Wir müssen da tatsächlich einfach diese Funktion nehmen, also die x hoch 3 minus 3x² minus x plus 3 und müssen da eigentlich durch diese Nullstelle teilen, das heißt durch das Nullstellenpolynom, also x minus 1, x minus die Nullstelle könnte man rausteilen als Polynomdivision. So, hier ist aber der Punkt angekommen, wo ich sage, stopp, hier schreite ich ein, wir machen nicht die Polynomdivision. Wir sind doch nicht blöde, wir nehmen das Horner-Schema, das habe ich euch, ich und mein Kollege, euch in anderen Videos schon oft gezeigt. Wer das nicht kennt, sucht bitte auf www.lyrelta.de einfach nach Horner-Schema, der Suchfunktion. Und schaut euch das mal an, das ist viel, viel einfacher. Und dieses Horner-Schema wende auch ich hier jetzt an. Wir schreiben also eine Tabelle. Und da notieren wir uns die Vorfaktoren der einzelnen Potenzfunktionen. Das heißt, die x hoch 3 hat einen Vorfaktor durch 1. Dann minus 3, minus 1, plus 3. Notieren uns die Nullstelle. Das wäre x gleich 1. Hier kommt der Malpunkt hin. Den hier übertragen wir hier, also 1. Und nun 1 mal 1 plus minus 3 gibt also minus 2. 1 mal minus 2 plus minus 1 gibt minus 3. Okay, minus 3 mal 1 plus 3 gibt 0. Wir kriegen die 0 hier hinten beim f von x-Wert eigentlich. Also hier steht hier eigentlich der f von x-Wert. Das heißt, wir haben tatsächlich herausgefunden, dass die x wirklich eine Nullstelle war. Die Aufgabenstelle hatten damit recht. Und können jetzt hier ablesen, x² minus 2x minus 3 wäre das Ergebnis dieser Polynomdivision. Also steht hier x² minus 2x minus 3. Na, was können wir damit noch machen? Wir müssen davon weitere Nullstellen bestimmen. Naja, wie macht man das bei so einer Aufgabe? Man kann entweder die PQ-Formel ansetzen oder natürlich den Satz von Vieta, falls ihr den kennt. Falls ihr nicht kennt, sucht es weiter wieder auf unserer Homepage, auf Florella.de. Auch dazu haben wir ein Video gemacht. Da geht es nicht viel einfacher. Wer das nicht kennt, macht die PQ-Formel. Mit dem Satz von Vieta sehen wir also, x2 ist gleich die minus 1 und x3 wäre die 3. Also minus 1 mal 3 gibt minus 3, minus 1 plus 3 gibt plus 2. Vorzeichen verdrehen, also minus 2. Somit sind es auf jeden Fall die Lösung. Das heißt, die Lösungsmenge dieser Gleichung wäre die 1, minus 1 und 3. Besser gesagt, wir sollen die Nullstellen bestimmen, also x1, x2, x3, die genannten. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Bleibt uns gewogen. Tschüss.